aber wieder vorschriftsmäßig aus heute. So eine Arbeitskleidung. Was ist denn deine Arbeitskleidung? Ach, warte mal, Moment, da habe ich noch eine Idee. Komm mal her hier. Mach das ordentlich. Jetzt glänzt sie richtig. So. Hier sind die Haare ausgegangen, oder? Ach, was aber. Aber wie, ne? Das war schnell Einsatz. Schnelle Eingreiftruppe, Haare ab. So, wir haben nicht viel. Machen wir ganz schnell. Corona war da. Das heißt, bist du da? Ist immer noch da. Ein schönes Gesicht braucht viel Platz. Da ist Waff, ne? Ja. Ja, genau. Also Corona war da. Ist da. War da. Ist da. Wir haben 8 Verdächtige. Nee, neue Fälle. Aktuell infizierte 27. Eigentlich 9 Verdächtige, weil du bist unter Generalverdacht. Und bist mal wieder nach oben gegangen, wieder nach unten. Ich verstehe es nicht. Geht nach oben und nach unten. Ja. Könnten sich vielleicht mal alle Leute einigen, dass sie nur noch mit den gleichen Leuten Kontakt haben? Es müssen doch nicht mehr werden, oder? Eigentlich müssen doch jetzt alle. Weißt du, oder nicht? Weil der Januar so trocken ist. Der trockene Januar? Ja. Und deswegen treffen sich die Leute zum Trinken irgendwo heimlich. Nur wir nicht. Wir sind trocken, 18. Tag schon. Wir halten durch bis Anfang Februar und dann wird gesoffen, dass die Welt zusammenbricht. Nein! Dann machen wir weiter. Nein, dann aber richtig machen wir dann. Jo, dann, es hat geschneit, Matze, hast du das gesehen? Hat mit deinem Wetterbericht nichts zu tun gehabt, weil das schnitt jetzt aus Versehen. Das war schön. Minus 8,8 Grad waren bei mir. Das hat schön geschneit. Hat schön geschnitten. Guck mal, wir haben auch hier ein paar schöne Videos hier. Die sind aber nicht von heute Morgen. Der ganze Müll im Garten war weg. Mal, ja. Der ganze Müll war weg. Schön weiß der Schnee. Und jetzt hat es geregnet, siehst du alles wieder. Aber wo man jetzt überall LEDs hat, könnte man den eigentlich auch mit App mal bunt machen, den Schnee. Blau? Grün. Okay, pink. Also geschnitten zum Wetter kommen wir nachher noch. Geburtstagsgrüße, Matze? Einhornpink oder sowas. Kennst du jemanden, den du mit Geburtstagsgrüßen überfallen kannst? Wo fangen wir denn an? 18. Jahr. Holger, alles Gute. Zum Geburtstag vor allem. Wie alt ist der Yvonne? 22? So, Wurzel, Quadrat, halbe, keine Ahnung. Meine Schwester, alles Gute. Etwas weiter entfernt. Birgit. Birgit hat auch Geburtstag. In Düsseldorf. Heute, ja, in Düsseldorf. Und nachträglich den Micha, Mann von der Birgit, kennt ja keiner. Aber ist egal, wir grüßen halt. Hat am Freitag dann nochmal hier live und in Farbe nachträglich alles Gute. So. Von mir auch. Alle anderen Geburtstagskinder fühlen sich bitte auch angesprochen. Genau, wir wissen ja nicht, wer noch alles hat. Wir kommen sowieso nicht zum Trinken, dein weil Stuhl, wir stehen ja trocken. Der Stuhl wackelt immer von links nach rechts. Ja, ich weiß nicht, du bist nervös, Junge. Seitdem du da oben keine Haare mehr hast, bist du nervös. Nee, du bist öfter mal nervös. Deutsches Wasser trinke. Deutsches Wasser? Und Tee. Deutsches Wasser? Mhm. Mhm. So, okay. Und weil wir nicht so viel haben, haben wir... Ach hier, Eichhörnchen. Die Eichhörnchen, die sind auch Corona-bedingt schon total durcheinander, weil die gehen, wie man sieht, an das Meisenfutterhäuschen und wissen gar nicht mehr, wo das Futter für die Eichhörnchen liegt. Bei mir waren die nicht. Wahrscheinlich wieder vergessen, weil sie alles verbuddelt haben. Bei mir kommt immer der Fuchs. Fuchs. Und Frau Elzer. Nee, nur der Fuchs. Weil du so guckst den ganzen Tag im Fernsehen. Wir sind unterwegs. Wenn wir abends mit dem Hund unterwegs sind, sind die Füchse auch unterwegs. Wir treffen den öfter. Der geht hier 2 Meter in den Wald, legt sich hin und denkt, wir sehen ihn nicht. Und du rennst rum wie Drehrumbum. Nee, ich habe eine Lampe bei und leuchte den immer die Laternen an in den Augen. Die echte. Ach du meine Nase. Das war Piltiplatsch. Wir sprechen vom Fuchs. Ach. Ja, und schon sind wir durch? Ach, komm, nee, warum? Ja, weil nichts ist. Ach so. Ja, es leider ist nichts. Es ist einfach so, dass nichts ist. Und das wird noch weniger sein als nicht, weil es wird, es war jetzt, fassen wir jetzt den harten Lockdown, jetzt kommt der überharte. Dann kommt der knallharte. Der knallharte kommt noch. Und dann kommt der super steinharte, stahlharte, was gibt's ja noch so? Weiß ich nicht. Ach. Es nervt. Aber, was willst du machen? Tatsächlich, das nervt. Ey, mein Handy ist gar nicht auf leise. Es nervt. Jo, ja, und dann, Matze, wie sieht's denn aus mit dem Schnee? Ich habe gesehen, du hast es mit dem Schnee verkackt. Ich hab ja, wir haben ja letztens Schneemann gebaut, ne? Hm. Corona, es macht einen Kirren. Ich rede jetzt auch mit dem ab und zu. Mit dem Schneemann? Hm. Aber es wird jetzt noch schlimmer. Jetzt seit gestern antwortet er. Ja, siehst du? Und 11 Grad soll nicht werden am Donnerstag. 11 Grad, stell ich mal vor. Es wird warm, ja. Vergesst den Schnee, er ist weg. Morgen regnet es nochmal so circa 6 Liter pro Quadratmeter. Ja, also für Rockheide ist das schon ganz schön viel. Hätte man schneiden. Dann wird es wärmer. Ich denke mal, bleibt bedeckt. Dann kommt ein ganz, ganz wenig. Heller wird es ab Mittwoch. Bisschen, vielleicht kommt mal die Sonne wieder durch. Gestern Morgen war es ja kurz da, die Sonne. Könnte mal kurz die Nase in die Sonne halten.
Und dann geht es aber schon wieder runter Richtung Sonntag, nachts wieder auf die 0 Grad und Richtung 31. Januar wird es auch nochmal richtig kalt, habe ich gesehen. Das so Schnee ist der. Schnee habe ich nicht mehr bestellt. Das wird nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, und schon sind wir durch. Ha, cool, oder? Wir haben so viel Unsinn gequatscht und sind trotzdem durch. Genau, trotzdem rufen wir mal auf, wenn ihr einen Gruß der Woche habt für irgendwen, schnappt euch das Handy, brüllt kurz in die Kamera und sagt schöne Grüße an irgendwen, blenden wir hier ein. Wir haben nichts, wir bringen alles. Ja. Wir nehmen jeden Videoschnipsel mit rein. Ihr könnt auch eure Grüße an irgendwen, den ihr nicht kennt oder kennt. Sonst müssen wir das machen. Sonst müssen wir alle anderen grüßen. Videoschnipsel noch machen, extra. Okay, so, bevor wir noch weiter Unsinn reden, Matze. Entlassen wir sie heute. Wir sehen uns nächsten Montag wieder. Kannst du mal den Motor von dem Stuhl abschalten, bitte? Ich werde dir mal irgendwann einen Hocker machen, den du nicht drehen kannst. Dann. Ich bin das nicht. Nee. Und wie immer, tschüss. Der Matze und der Lutze und tschüssi.